Wie viele Türen brauchen wir für die Base? B-Time? Ja. Da, die Leute meinten die ganze Zeit, unsere Base wäre nicht sicher. Wir haben zu wenig Türen und so. Und deswegen habe ich jetzt ein paar dazwischen geknallt. Nee, das ist alles fein. Gebt mir noch ganz kurz ungefähr 37 Minuten, bis ich in jede einzelne das in den Keylog reingetippt habe. Ich gönne mir Mickey seine AK. Wenn hier gleich einer kommt und Randale macht, müssen wir uns verteidigen. Ja, ich habe gehört, Chef Strubel will die Base oder so rasieren. Ja, ja, der Chef Strubel, der soll lieber erstmal gucken, dass er keine gefälschten Pokémon-Karten kauft. Moin, der Neue! Moin! So, G-Time, ich habe jetzt hier mal bisher nochmal. Na gut, das hier ist ein bisschen ungünstig gebaut, aber. Bisher wow, Genki, mein Geiler! Extra geschützt. Genki, du bist der Geilste! Alles ein bisschen extra gut, ne? Aber ich habe leider auch den Stromkreis hier unterbrochen. Wie den Stromkreis hast du unterbrochen, Genki? Du wirst aber gucken. Naja, klar. Ja, ich weiß. Hier für deine AK. So, bist du mit den Fenstern mehr zufrieden? Das sieht deutlich besser aus. Sehr schön. Kuss geht raus. Ach, guck mal, da ist sogar Glas vor. Da können die nicht reinballern mehr. Oh, das ist gut, aber wir können auch nicht rausschießen. Das ist eher kontraproduktiv. Naja, du hast gesagt, mach das sicher. Es gibt so ein Blechfenster, das, wie das bei Papa Platte drüben ist. Ja, aber dann würde ich sagen, wir bauen das lieber eine Ebene höher. Ich würde sagen, wir bauen das lieber eine Ebene höher, statt hier drinnen. Henki, was ist eigentlich mit Chef Strobel? Der schiebt irgendwie eine riesen Hasskappe auf uns. Ja, Marco hat ihn gestern getötet und Chef Strobel meinte dann, er holt sich Fortnite-Pros ran und will uns raiden, obwohl Marco ihn gekillt hat. Er ist aber sauer. Klassischer Chef Strobel halt, kennst du doch. Aber wir sollen irgendwie aufpassen, also die Typen, die Chef Strobel sich jetzt rangeholt hat, sind halt irgendwie, keine Ahnung, die haben halt Rust durchgespielt so ungefähr. Der Lame hat eben 4 Leute allein gekillt. Und die wollen uns halt raiden, nur dass du Bescheid bist. Aber Chef Strobel ist auch immer keine Gefahr. Chef Strobel lässt sich immer nur carryen, ne? So ist es. So, hier muss eine Sicherung rein, bitte. Hier hinten in den Kasten. Mach ich. So, Strom ist aktiv. Und dann los. Let's go. Das geht. Ey, hat jemand noch einen Taschenlampenaufsatz übrig? Bitte. Hätte den jetzt gedroppt? Ja, Green ist jetzt offen. Wer hat die? Hier, ich. Vorsichtig, geh nicht direkt rein, weil die stehen da mit Schrotflinten teilweise drinne. Das meine ich nämlich. Ja. Ich hoffe, die Tür ist offen geblieben. Okay. Nein, ich. Na toll, und jetzt? Das Problem ist, wir müssen außen rum dann jetzt. Boah, ich hoffe, Enki hat noch eine Green Card. So, wir haben auf jeden Fall noch eine Bolt Rifle bekommen. Das ist schon mal gut. Jetzt, wo wir sie eh schon können, natürlich, ist ja klar. Ja, aber besser haben. Okay. Oh, Stein.
kann man nicht mehr sagen. Hey, wir haben G-Time. Wir haben eine Armored Double Door. Wir haben eine sehr krasse Tür bekommen. Das heißt, wir müssen jetzt unbedingt nach Hause. Ey Jungs, aber da müssen wir mal mit Mickey reden und mit Gustav, dass sie dann auch regelmäßig jetzt da sind, wenn Chef Strobel plant, uns zu raiden, weil wir müssen dann alle da sein. Ja, ja, Gustav ist ja eigentlich immer da. Ja, Mickey. Und wie sieht das, auch, also wie sieht das mit Marco aus? Meinst du, der würde uns helfen, Henki, im Falle des Falls? Ja, der hilft uns auf jeden Fall. Der ja, wenn Chef Strobel da seine komischen, weiß ich nicht, Fortnite-Pros ranholt, die ihn durchziehen, dann holen wir uns jetzt halt auch gute Leute ran, um Chef Strobel wegzubumsen. Ja, wir müssen erstmal unsere Base ein bisschen sicher machen und dann müssen die auch lernen, wie man raidet, weil dann können wir Chef Strobel richtig nerven, das stimmt. Spark? Ja, noch bin ich da. Ja, bevor du losgehst, ich stell jetzt hier was auf. Hier können wir so Tränke brauen an dem Ding. Hier ist zum Beispiel Orti oder sowas. Da müssen wir aber Beeren anpflanzen, glaube ich, für oder so. Da kriegst du dann dreifach Stein und so raus. Da sollten wir uns mal mit beschäftigen, dass wir so uns noch einen Kühlschrank hier hinmachen, damit wir dann da ganz viele Tees und so machen können. Oh, das wäre geil. Kriegst, glaub ich, bei Holz kriegst du bis zu 100%, glaube ich, mehr Holz raus mit dem Tee. Ah, jetzt ist die Frage. Was brauche ich, um diese Tür reinsetzen zu können? Brauche ich da einfach nur diesen Rahmen von der Wall oder brauche ich einen Doorframe, den ich umändern kann? Ein Rahmen, okay. Dann, ja. Testen wir diese mal. Ja. Ja, komm, ein so ein Ding produziert mehr als ein Solarpanel. Stell ich einfach jetzt dahin. Da kann ich hier das eine Solarpanel, was jetzt da übrig ist, dann anschließen. Das passt. So, und dann habe ich die Dinger. Hier oben links. Links um die Ecke müsst ihr raus, wenn ihr rauskommt. Hier. Ich habe ja schon hier außen angefangen. Da seht ihr das ja schon. So, damit man hier mit C4 nicht so einfach reinkommt. So, wir müssen ja auch noch das Dach ausbauen, damit die hier mit einem Helikopter nicht so easy reinkommen. Ja. So, für das Ausbauen pro Wand brauchen wir 300 Stein. Das sind, wir brauchen 60.000, 70.000 Stein, wenn wir diese Basis fertig haben wollen. Ja, da kommt ihr. Was mache ich, wenn ich aus Versehen hier reingefallen bin? Ach, Jungs, ey, ist das euer Ernst? Ich auch. Digga, seid ihr dumm? Werf mal einen Hammer runter und ein bisschen Holz, dann kann ich Schreppe bauen raus. Ja, warte, ich hol mal. Dann machen wir das. Aber wir haben halt nur ein Ölfass. Das ist nur eine Laufzeit von 5 Minuten. Das bringt halt nicht so wirklich viel Stein. Wir bräuchten da mehr Ölfässer, wo wir dann 20, 30 Minuten drauf sind. Oder nicht? Das kleine Öl haben wir auch. Die gehen da nicht. Nee, geht nur das große. Okay. Witzig ist, wenn Gita mir jetzt feststellt, dass er auch nicht bauen kann. Ja, ich kann ja jetzt nicht bauen, weil du stehst da in der Ecke. Komm mal zu mir. Warte, stell dich mal hier in die Ecke. Hier. Ja, ich kann hier nicht bauen. Komm mal zu mir nochmal. Ja. Ach man, Jungs, ey. Ich bin draußen, G-Time. Ich bin auf deinen Kopf gehüpft. Hast du auch Holz dabei, G-Time? Ja, aber das Problem ist, ich muss ja hier rein, um ihn rauszuholen. Jungs, Alter, es kann doch nicht wahr sein, ey. Er hält sich da oben nicht fest. Bist du mit Anlauf gesprungen? Ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Das ist mehr so ein Zufall, glaube ich, gewesen. Henki, kannst du Leitern craften? Okay. Kannst du dich auf deinen Kopf? Ich hatte irgendwo eine reingelegt, tatsächlich. Ja, warte. Ja, schmeiß die mal bitte von da oben hier runter. Dann crafte ich eine neue und dann können wir die anderen rausholen. Junge, ey. Ja, aber das Bar kommt nackt. Und Jungs, dann tut mir einen Gefallen und fallt hier bitte nie wieder rein, ey.
Wir können nie wieder rein. Mach einen Deckel drauf. Aber ist gut, wenn die Gegner hier reinfallen. Probier mal nach unten zu gucken, mich so zu beugen, so, mit dem Stehen. Probier das mal. Ja, hat geklappt. Jetzt bin ich raus. Ich bin raus. Ah, okay. Okay, okay, man muss sich nach unten beugen. Okay. Oh, unser Geschütz, unser Turm wurde getroffen, unser Wachturm. Die schießen mit Raketen auf uns. Das waren die, oder? Das war nicht der Heli. Nee, okay. Unser Wachturm hier vorne, direkt am Tor, wurde getroffen. Den haben die aber nicht kaputt gekriegt, also der scheint viel auszuhalten. Ja, ja, aber von wo kam das? Aus Papa Platte Space. Ich glaub von. Ja. Aus Papa Platte seiner Base? Ja, aus der Richtung kam das. 469 von 500 Strukturpunkten hat er noch. WTF, da hat das ja gar kein Damage gemacht. Ja, Leute, da mache ich heute nochmal was eher Schluss. Dann hören und sehen wir uns morgen wieder. Also, Leute, bis morgen. Tschüss zusammen.